Wir machen weiter mit Okay Boomer. Wir werden natürlich weiter abseits von Letzte Songs aus der Bohne, Letzte Märchen asozial weiterhin Julien Content abchecken. Also auch hier auf YouTube, wenn ihr das auf YouTube seht, ab in die Kommentare schreiben, was wir noch abchecken sollen, was wir nicht abchecken sollen, dies, das. Ich habe auch noch vor, im Stream irgendwann nach Letzte Songs aus der Bohne Akt 3 mir irgendwann mal das Abschiedsvideo von Julien reinzuziehen, weil es am Ende auch noch einen Song gibt und generell ein Statement. Da habe ich eigentlich auch Bock drauf, nur ich möchte mir so Abschiedsvideos eigentlich nie so irgendwie reinziehen, weil macht mich auch irgendwo traurig und ich muss auch generell in einer bestimmten Stimmung sein, um mir das eigentlich reinziehen zu können. So, ich habe aber generell mal Bock drauf, mir das Video reinzuziehen. Schreibt mir weitere Videoideen oder Videos in die Kommentare, auf die wir reagieren sollen. Muss auch nicht irgendwie unbedingt was mit Musik zu tun haben. Ich möchte generell diesen Horizont des Kanals ein bisschen erweitern und mal ein bisschen weg von dieser Deutschrap-Sache kommen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Okay, Boomer, ich bin sehr gespannt. 4 Minuten 54, Like and Support ist kein Mord. Das Video soll wie ein Trip sein oder so. Also das Video soll wie ein bisschen anders sein, wie das Thumbnail eigentlich auch schon gut veranschaulicht. Das Thumbnail ist ja auch schon ein bisschen anders, also du nennst mich Spitzkopf. Okay, also, okay, Boomer, 4 Minuten 45 von Julien. Schöne Grüße gehen raus, Abfahrt. Sörs kenne ich natürlich, ist in der Nähe von Stuttgart, da fahre ich täglich fast dran vorbei. Bumsen statt Bomben, eine Legende besagt, dass ich das damals hingesprayt habe. Ich war dann gerade mit dem letzten N von Bomben fertig, dann kamen die Ordnungshüter. Ich bin dann, hinter euch seht ihr diese Landschaft, diese relativ flache Landschaft, wo gut einsehbar ist. Da bin ich gerannt, ich bin einfach gerannt. Dann habe ich Schüsse gehört. Links von mir, rechts von mir, und ich bin ausgewichen. Wisst ihr, was ich meine? Ich war bam, 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 bam. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin ausgewichen. Ich habe mich hingelegt. Backflip, dies, das. Ich bin jeder Kugel ausgewichen. Ohne Scheiß. Und seitdem steht dieses Graffiti da. Ist auch ein gutes Graffiti, oder? Seid mal ehrlich. Zu meiner Zeit haben wir gearbeitet. Wir haben dafür... Ist ein Dad. Der sagt mir was. Ist ein Dad. ...gesorgt, dass es euch heute so gut geht. Und was haben wir davon? Ihr hängt nur rum. Ist ein Dad-Chat, weiß ich doch. Jammert den ganzen Tag wie irgendwas. Da sitzt die Jugend von heute. Depressiv, Burnout. Rumjammern, nichts tun und immer die Hand aufhalten. Okay. Oh, Digga, bin ich gerade erschrocken, Digga. Das kam sehr unerwartet. Die Geschichten aus dem Palanergarten. Warum jetzt Geschichten aus dem Palanergarten? Ich habe die Geschichte doch gerade so erzählt, wie sie damals war. Das kam leider nirgendwo in Nachrichten oder in Zeitungsartikeln, weil einfach nichts passiert ist. Aber wie gesagt, ich habe kurz Matrix-Mode aktiviert und einfach ausgewichen. Wisst ihr, was ich meine? Sarkasmus-Ironie. Ich habe noch nie Sarkasmus-Ironie in meinen Videos gezeigt. Noch nie. Ja, Mann, nichts tun und immer die Hand aufhalten. Okay. Ganz kurz, wie ist er da hochgekommen? Er steht halt wirklich da oben, ne? Wie viele Meter sind es? So 5 auf jeden Fall, oder? 6 vielleicht. Sie hör nicht zu, ich hör nicht zu auf meinem Schuh. Da steht ein Mann, schaut auf Tattoo und sagt Tabu. Es geht in eine ganz andere Richtung. Also komplett, Bro. Leute haben mir gesagt, es ist was anderes, es ist so ein ganz eigener Trip und Leute hatten damit auf jeden Fall recht. Muss man sich dran gewöhnen. Musik ist wieder bei Vincent Lee. Schöne Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich musste erstmal ein bisschen reinkommen. Was mir aber direkt aufgefallen ist, ne? Die haben kein Make-up gehabt, sondern der Dad hat auch diese Osterhasennase so als Stoff aufgehabt. Guck mal, hier die Osterhasenmaske. Das ist kein Make-up diesmal. Das ist kein Make-up. Sie hör nicht zu, ich hör nicht zu auf meinem Schuh. Alles CGI? Niemals. Das ist niemals CGI, oder? Da steht ein Mann, schaut auf Tattoo und sagt Tabu. Ich sag Tabu ist doch ein Spiel, er sagst du. Tabu ist doch ein Spiel, oder? Und in einer Gesellschaft, wo irgendwo Tattoos noch tabu sind, also ich denke mal, das hat man schon länger irgendwo ein bisschen abgelegt, oder ich hoffe mal zumindest, ich denke mal, klar, es kommt immer auf den Beruf an oder in dem Berufsfeld, wo du arbeitest. Wenn du sie mit Kleidung überdecken kannst, ist ja sowieso eigentlich gar kein Problem, meiner Meinung nach. Ich finde Tattoos sehr, sehr schön so, wenn die gut gemacht sind. Natürlich, wenn du dein komplettes Gesicht voll machst und irgendwelche Motive nimmst, die irgendwie anecken könnten so, dann ist es was anderes. Aber ich finde Tattoos eigentlich super schön, ohne Scheiß. Komm nicht auf den gleichen Nenner. Na, ich huste. Wie macht der das, Digga? Der hat eine Körperspannung, das aber schallert, Junge. Wow. Hus, ich werde krank, sagt Thermometer, doch ich sag. Okay, boom. Werf Thermometer 100 Meter und sag. Okay, nicht. Der Twitter hat mir schon gesagt, es wird so ein ganz anderes Video. Ich weiß, was ihr meint.
Ist es Eis? Rücken gebrochen, hat er damals gesagt. Echt jetzt? Ist halt fraglich, ob du dir für so einen Stunt den Rücken freiwillig brichst. Hat er das freiwillig gemacht? Warte mal, wenn der Rücken gebrochen ist, lebst du dann überhaupt noch? Du lebst noch. Das heißt, man kann sich den Rücken brechen und diesen Stunt so machen. So wurde auch Matrix gemacht, oder? Wurde so auch Matrix gemacht? Ich glaube schon, oder? Die wollten mir jahrelang erzählen, dass es irgendwie CGI-mäßig mit Computereffekten hingebastelt wurde. Solche Lügner, Digga. Also, die haben mich ja jahrzehntelang vollgelabert damit. So wurde die Matrix... Ach, sag's doch gleich, Digga. Ich hab schon von Anfang an gewusst, dass daran was faul ist an diesem... An diesem Move, wisst ihr, ich mein? Komm an! E-Scooter, Preise sind Wucher, doch sie fahren einfach mal super langsam halt nebenan. Scooter, Wucher, super, geile Reime. Super Reime. E-Scooter, Preise sind Wucher, doch sie fahren einfach mal super langsam halt nebenan an. Er sagt, mach mal, bitte, bitte langsam. Okay, Boomer, lecker, fahr zum Bäcker, vor zum Cracker, doch Herr Bäcker meckert, ich soll die bezahlen in Cash, doch ich zahle mit Instagram. Ihr könnt mir aber sagen, was ihr wollt, ne? Ist nicht meine Musik. Ist überhaupt nicht meine Musik. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich sag euch, wie es ist, wenn du ein bisschen was Intus hast, wenn du ein bisschen, ne, ein paar Dinger gekippt hast, so. Wenn du ordentlich auf Sendung bist. Keine macht im Alkohol, keine macht in Drogen, aber ihr wisst, was ich meine. Dann bist du auf jeden Fall so am Start, ohne Scheiß. Hab mir schon 5-mal den Rücken gebrochen, alles chillig. 5-mal. Die haben dem den Rücken gebrochen. Also wenn Jui nicht alles für seine Community, für seine Zuschauer tut, dann weiß ich auch nicht. Aber leider nein von dem Chef. Ich nur, okay, Boomer. Also, okay, Boomer. So, ja, weil das geht cool, Mann. Auch dieser Flow hier, dieser abgehackte Flow. Wie soll ich meinen? Okay, Boomer. Alles, da, okay, Boomer. Wie soll ich meinen? Entschuldigung, Sie sagen, okay, Boomer. Du nennst dich Spitzkopf? In einem völlig falschen Zusammenhang. Damit sagen Sie eigentlich den alten, uneinsichtigen Leuten, die sich nur über die Jugend beschweren, dass sie... Du nennst mich Spitzkopf? ...ihre Zeit nicht mehr mit Argumentieren verschwenden wollen, weil es... Das ist mit CGI gemacht, oder? Das ist computeranimiert. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass sowas geht. Ich hinterschaue alles relativ schnell. Chat, ich weiß, ihr denkt auch, manchmal der Typ lebt hinterm Mond, der hat ein Gedächtnis wie ein Sieb, der checkt gar nichts. Ich kann euch aber zu 100%iger Sicherheit sagen, das ist nicht real. Geht doch gar nicht. Eh nichts bringt, aber sie verwenden diese Phrase total. Okay, Boomer. Okay, Boomer. Der schiebt schon ordentlich. Okay, Boomer. Okay, Boomer. Boomer. Andererseits könntest du auch einen Knacks bekommen von dem Lied, ohne Scheiß. Wenn du es auf Dauerschleife hörst, könntest du auch irgendwann denken, so, boah, Digga, fuck. Da könntest du auch irgendwie einen Knacks bekommen, ohne Scheiß. Mein Cracker, Dr. Pepper, dieser Tag wird immer besser, wow. Der Swagger mit dem Pfefferbreiter zum veganen Metzger und sagt Hi. Er sagt Hi. Ich frag, kann ich mir was leihen? Er sagt, nein, du musst was beihen. Guck mal, wie geil das kommt. Kann ich mir was leihen? Nein, du musst was beihen. Wisst ihr, was ich mein? Dieser Flow kommt auf diesen Beat so gut. Ist echt so. Hi. Er sagt Hi. Ich frag, kann ich mir was leihen? Er sagt, nein, du musst was beihen. Okay. Okay, Boomer. Wer bist du? Ich bin Joghurt, aber nenn mich Joghurt. Ich nenne dich ab jetzt. Was? Joghurt? Okay, Boomer. Wer bist du? Ich bin Joghurt, aber nenn mich Joghurt. Ich nenne dich ab jetzt nur noch Mogurt. Okay, Joghurt. Meine Hobbys sind, hab ein Klavier und du, Mann. Hab den auf meinem iPad installiert, du Boomer. Eher nur Gene. Digga, du kommst aufs Video auch nicht klar, ne? Du kommst auf das Video auch nicht klar. Der Junge heißt Joghurt, hat auf seiner linken Seite ein iPad kleben mit so Panzertape. Jetzt kriegt sie hier gerade einen Ultraschall. Ist das ein Wolf? Müsste ein Wolf sein, oder? Alles ganz weird. Generation YZ, ich Generation jetzt hier Loser, hab Piano schon. Und das redet, das kann nicht sein. Das redet schon? Das ist nur noch in ihrem Bauch, oder nicht? In Chromosom integriert ihr Boomer. Statt in Router, Ego-Shooter, keine Blooper, alles super, ja, wir übernehmen das Router. Okay, Boomer! Du bist so. Oh, interessanter Flow. So, mit dem Blooper bist du Bruder, von dem Bruder, hör gut zu, man hört zu dir. Auch hier Formanten runtergepitcht, ganz nice. Auch generell viel mit der Vocal gespielt und gearbeitet von Julian. Vorhin hatten wir auch so einen kleinen Chop-Effekt drin mit auch so einem Formanten-Pitch. Bei einem Formanten-Pitch, Formanten werden runtergepitcht, die Tonlage der Vocal bleibt gleich. Der Formant der Vocal wird runtergepitcht. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Immer wenn ihr diese tiefe Stimme hört, ist es halt so ein Formanten-Pitch-Ding, ganz nice. Geiler Effekt, gerade bei sowas. Ist super, ja, wir übernehmen das runter. Okay, Boomer! Du bist unser Lied, der Blooper, bist der Bruder von dem Bruder. Hör gut zu, man hört zu dir. Okay, Boomer! Oh, jetzt schallert's, glaube ich, komplett direkt. Jetzt schallert's, glaube ich. Der Aufbau kommt. Wow. Finger weg von den Drogen. Finger weg von den Drogen, Chat. Keine macht den Drogen. Okay, Boomer. Okay, Boomer.
Das nenne ich mal Telleraugen. Das sind Telleraugen. Joe meinte, dass der Song zwar nicht von einem anderen Song inspiriert ist, aber ganz stark von einem ganzen Künstler. Hab leider vergessen, wie der heißt. Perfekt. Perfekt, Junge. Jetzt möchte ich eigentlich wissen, von welchem Künstler. Früher war doch alles besser, Regeln, Werte, Moral. Genau das Gleiche haben doch eure Eltern schon gesagt. Du willst mir was vom Leben erzählen, aber keiner fragt. Okay, Boomer. Hier auch wieder die Vocal, die wird so im Verlaufe des Vocal-Verlaufs quasi runtergepitcht, so immer ein sehr, sehr geiler Effekt, ohne Scheiß. Der Song soll, glaube ich, auch eine Message haben. Steht auch in der Beschreibung ganz oben. So sieht's aus, wusste ich natürlich. Das hat eine tiefere Message, ich schwöre. Vielleicht ist es auch so geschrieben und so gemacht, dass jeder für sich selber irgendwie eine eigene Message rausziehen kann. Dass jeder seine eigene Message rein interpretieren soll und kann, wisst ihr, was ich meine? Kann auch gut sein. Fridays for Future ist doch nur für Schule schwänzen. Ihr sagt doch, wir müssen für unsere Future kämpfen. Ihr jungen Kinder, lasst euch vom Internet blenden. Und ich nur so. Okay, Boomer. Geh lieber raus und zockt nicht dauernd am Computer. Ich schwöre es euch, ne? Wenn mir so Mucke mehr gefallen würde, das hat wirklich rein nur was mit Musikgeschmack zu tun. Und mir kann ja auch nicht alles gefallen. Überleg mal, mir würde alles gefallen und jeder würde die gleiche Musik hören. Das wär ja schlimm irgendwo so. Würde ich so Mucke feiern, ne? Und mich für so Mucke mehr interessieren, würde ich das Ding glatt in die Playlist hauen und direkt totpumpen. Ohne Scheiß. Meine Oma würde jetzt sagen, was ist denn das? Ich stream grad League of Legends für 2000 Viewer. Papa la Papa macht kein Geld mit Dego-Shooter. Okay, Boomer! Guck mal hier auch wieder, ne? Ich kenne es ja selber irgendwo, wo du jetzt, wenn du jetzt deinen Eltern sagst oder anderen Leuten sagst, ja, guck mal, ich stream jetzt hier auf Twitch und mache jetzt hier ein bisschen YouTube-Videos und Social Media, dies, das. Ich denke mal, in unserem Kosmos, also die Leute, die schon jahrelang auf YouTube unterwegs sind, auch die jetzt gerade im Chat sind, ist es was ganz Normales, dass du auch mit Social Media und YouTube und so weiter Geld verdienen kannst, aber gerade für die Eltern und so weiter, für die ältere Generation, ist es so überhaupt noch nicht angekommen irgendwo. Die sagen so, wie, mit Internet kann ich Geld verdienen so? Mit YouTube und Twitch kannst Geld verdienen. Gerade sowas muss meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr akzeptiert werden. So. Aber ich denke mal, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Das Video ist ein Trip. Beat auch ultra hart. Shepard Bös. God damn. Ich wusste, eines Tages bringt ihn sein Lifestyle um. Der hat so hart geboomt, ohne Scheiß. Das ist moderne Kunst, Chat. Wow. Okay. Okay, das war okay, Boomer, ne? Schreibt mir weitere Videos in die Kommentare. Bitte, danke, tschüss.